Und wieder mal ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Let's Play Pokémon Smaragd Part. Wir sind mittlerweile im zweiten Part vom Wettbewerbs-Special und ich denke mal, ja, wir werden weitermachen. Gardevoir kommt an zweiter Platz, denn es wird jetzt am Schönheitswettbewerb teilnehmen. Normalklasse, Schönheitswettbewerb. Gardevoir. So, Voltenso, ja, okay. Also die ersten zwei werde ich immer über so schnell durchmachen und das beim dritten werde ich dann das lassen und diese Ausdruckkraft-Ding und im vierten werde ich alles lassen. Weil, ja, ich sagte ja, wir haben ja nicht so viel Zeit und wir wollen nicht 100 Mal immer dasselbe machen. Ah, wegen ein Stern ist doch egal. Ein Herz meine ich natürlich. Ah, er zieht mir immer mehr Sterne ab, je mehr ich das wiederhole. Aber ist eh schon vorbei. Gardevoir. Superklasse, Schönheitswettbewerb. Gardevoir. Es gäbe dann noch ein paar andere Cheats. Und ich habe die von jemandem aus YouTube. Weil ich eingegeben habe irgendwas in Google und dann bin ich halt auf das gekommen. Ich habe nicht mal eingegeben Wettbewerbs-Cheats. Einfach nur, ich wollte wissen, was man da bekommt, wenn man in allen Wettbewerben halt das gewinnt und so. Ja, aber ich habe es zwar noch nicht gesehen. Ich lasse mich selbst überraschen, weil ich selbst sehen will. Weil ihr wisst ja, ich habe das Spiel noch nie 100% durchgespielt. Und Goldini, Ausdruck 4. Wir haben wieder fast gewonnen. Und die Hyperklasse. Schönheitswettbewerb. Wie gesagt, das lasse ich bei der Hyperklasse immer. Und beim anderen lasse ich alles. Ein Schwallow von Else. Milli von David. David, egal wie. Ombre von Annika. Ombre. Das bin ich 100% Ombre. Und Gardi von Maike.
Jetzt schauen sie sich wieder an, die Juror und die Jurorin. Wie immer verlieren wir einen Stern, dann verlieren wir zwei Sterne und dann drei und dann ist wieder aus. Die anderen Pokémon nehmen es überhaupt nicht wahr. Die Klugheit von Schwallow war gar nicht gut. Dok, 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 dok. Nein, noch nicht. Blum, 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 blum. God aware von Maike. Überreichen dir hiermit dieses Band als Zeichen deines Sieges. Maike erhält ein Band. Ja, und ich würde sagen Masterklasse. Schön. Mit einem Masterklasse-Pokémon schön, jetzt wettbewerben die folgenden Trainer und ihre Pokémon nehmen teil. Blue Bella, Bella von Magda. Okay, das spule ich jetzt vor. Rosa von Pamela, Dable von Boris und Gadi von Maike. Todeskuss. Ja, es kommen bald neue Spiele raus und zwar werden das sein für mich. Am 23. März wird das sein Resident Evil Operation Raccoon City. Und am 3. März kommt raus die Sims, die Sims Showtime, glaube ich. Ich muss mich eh beeilen mit den ganzen Scheiß-Videos rendern.
Entschuldigung für den miesen Scheiß jetzt Schnitt. Ich habe aus Versehen auf Pause gedrückt, ohne dass ich es gemerkt habe. Und ja, ich habe gesagt, wir haben heute den 14. Februar. Und ja, ich weiß nicht, was ich noch gesagt habe. Ich habe gesagt, dass Resident Evil Operation Raccoon City rauskommt am 23. März. Am 3. März kommt die Sims Showtime raus. Und ja, und dass ich mich beeilen muss mit Rendern, habe ich gesagt. Und oh, ich hoffe, das ist jetzt nicht so scheiße. Kann ich da anders und springt auf? Kann ich da anders und springt auf? Oink, 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 oink. Ich glaube, die letzten zwei werde ich abspielen. Nee, das ist sicher für euch langweilig. Obwohl, ihr könnt ja vorspulen. Ja, ich kann auch vorspulen. Aber ich will nicht. Ich lehne mich ein bisschen zurück und schau ein bisschen in meinem Handy. Willst du mich entnerven, Dabble? Nein, du machst mich nervös. Dabble, du machst mich nervös. Ja, Rosana ist eh wie ein Mensch. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich werde einmal ein Okage werden. Echt jetzt? Ich will von allen anerkannt werden und respektvoll behandelt werden. Ich werde einmal der größte Hokage werden. Ja. Es gibt nur einen Jungen, der das immer sagt. Hey, meine alte A1-Karte. Will die jemand haben? Ist meine Anmeldung oben. Aber mit der Karte könnt ihr nichts anfangen, weil die ist kaputt. Wobei nicht kaputt, die ist halt nicht zugeschnitten fürs iPhone, weil ich habe mein iPhone gekauft, eh schon länger her, das wisst ihr eh schon. Und ja, da habe ich halt eine neue Karte auch bekommen. Abgangsbund, naja. Wenn du meinst. Zwei Rufzeichen. Ich hab keinen Bock jetzt das zu laden. Die Schönheit war sehr gut. Na, umso besser. Die Schönheit von Bella war sehr gut. Naja, wenn du meinst. Dabble führt Routenschlag aus. Unauffällige Dabble gibt alles. Oh, 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 oh. So weit zur Ausdruckskraft. Ja, was lässt denn den Puls höher schlagen?
Ah, schaut mal, wer da ist. Hier, in diesem Bereich. Das ist der Maler. Das haben die Entwickler sogar super gemacht, dass sie den dazu haben. Er ist der Einzige, der sich nicht bewegt. Bitte, dies ist dein Preis. Hier nochmal, dass ich mit den jeder sehen kann, den schwulen Maler. Mike hält ein Band. I'm God aware. Herzlichen Glückwunsch, ich habe dein Pokémon gezeichnet zum Andenken an deinen Sieg. Nun, der Auftrag deines Pokémons war so fantastisch, dass er mich zu einer künstlerischen Hochleistung anspornt. Siehst du? Wow! Also, da muss ich echt sagen, das ist schön. Das ist wirklich schön. Und da ich ja eh Gardevoir liebe und der Regenbogen, oh, das ist echt ein schönes Bild, Mann. Besser als das von Schirren Logok. Was meinst du? Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden, aber gefällt sie dir auch? Eine Arbeit dieses Formats würde sie bestimmt gut in einem Museum machen. Ach, es gibt ein Museum, das nach neuen Gemälden sucht? Meinst du, ich sollte das Bild anbieten? Na klar. Nein, wirklich? Dann werde ich das Bild natürlich sofort dorthin bringen. Ich werde ihm einen angemessenen Titel geben. Ich hoffe, es gefällt ihnen und sie werden es ausstellen. Bitte schau es dir mal an, wenn sie es ausgestellt haben. Vielen Dank. Oh, richtig. Da ich dein Pokémon malen durfte, möchte ich dir dies gern geben. Mike erhält ein Band. Band on Gardevoir. Okay, man sieht sich. Ja. Und wie so aussieht, ist dieser Part auch beendet. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Smaragd, das Wettbewerbsspecial. Also bis dann.